Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir sind in Goronia und müssen jetzt hier mal rausfinden, was überhaupt los ist und vielleicht Darunia sprechen, weil der wohl scheinbar unseren Felsen einfach weggenommen hat, unseren Stein. Nanu? Nur selten verirren sich Leute hierher. Woher kommst du? Ich komme aus dem Kokiri-Wald. Aus dem Wald? Was ist das, Wald? Was? Dort wachsen Bäume und Pflanzen, der nie gehört. Das verwirrt mich. Oben wächst außer den Donnerblumen gar nichts. Wir haben hier auch weder Dekokerne noch Dekodis oder so ein Scheiß. Und selbst Dekostäbe findet man hier höchst selten. Ich verrate dir etwas. Willst du einen brennenden Stab löschen, so drücke A, bevor er ganz abgebrannt ist. Apropos, ich habe hier irgendwo einen Stab versteckt. Ja, danke. Ich glaube, der ist hier drin, oder? Ja. Ich wusste, der ist hier drin. Man braucht ja hier Dekostäbe und daher müsste ich irgendwo die Möglichkeit bieten, oder muss man irgendwo die Möglichkeit haben, die zu finden tatsächlich. Nun, wir haben ja schon fast mit allen Goronen gesprochen. Der hier ist der letzte, den wir hier jetzt treffen können. Darunia hat sich in seinem Raum eingeschlossen. Er sprach, ich werde hier auf den Boot der Königsfamilie warten. Ja, seitdem hat er nichts mehr gemacht. Lesen. Du stehst auf einem weichen Teppich, den nur Darunias Gäste betreten dürfen. Hallo? Ja, in Wirklichkeit weiß ich ja schon, wie es geht. Wie war das jetzt? Ich glaube, es war die, ne? Zelda hat ja gesagt, oder war es Impa? Sie hat ja gesagt, damit weisen wir uns als Bote des Königs aus, ne? Das ist genau das, was wir jetzt machen müssen, uns als Bote des Königs ausweisen. So. Und dort ist er äußerst hasserfüllt und stinksauer. Das ist Darunia. Was, wer bist du? Als ich das Lied der Königsfamilie hörte, dachte ich, ein Abgesandter sei eingetroffen. Stattdessen sehe ich ein Kind. Hat Darunia, der Führer der Goronen, es wirklich verdient, so behandelt zu werden? Ich kann es nicht glauben. Geht zurück ins Schloss und sagt dem König, er soll mir einen richtigen Mann schicken. So richtig mit Man-Boobs. Und nicht so ein kleines Pennerkind, ey. Ja. Und fragst, warum ich so schlecht gelaunt bin? Dämonische Kreaturen sind in die Dongos Höhle eingedrungen. Die Donnerblumenernte war schlecht. Und mein Volk leidet Hunger. Und ich krieg meine Tochter nicht verheiratet. Ja, wie dem auch sei. Das ist Sache der Goronen. Verpiss dich. Wir sind zu stolz, um die Hilfe von Fremden in Anspruch zu nehmen. Ist ja in Ordnung, Arschloch. Ja, ich hasse dich auch. Zäh. Das hat wieder super funktioniert. Und da war noch ein Dekostab. Das ist der ganz dezente Hinweis, dass wir das Teil jetzt brauchen. Ja. Das ist ein sehr dezenter Hinweis. Wir brauchen jetzt Dekostäbe. Mal gucken. Hier war es, glaube ich, zeittechnisch schon ein bisschen kritischer. Ach, super. Und ich renne natürlich erstmal voll in die Wand. So, muss man die eigentlich alle gleichzeitig anmachen? Ich weiß es nicht. Das war schon mal wichtig. Damit haben wir das Teil dazu gebracht, zu funktionieren. So, und jetzt ist die Frage, kriege ich das jetzt in einem auf... Ich mache erstmal mal eine Sache. Oh. Hier können wir nicht in einen Laden hinein. Oh, der hat gar nichts Wichtiges für uns. Willkommen. Ich hatte den Eingang versiegelt, da ich nicht sehr viel zu verkaufen habe. Aber du willst wohl unbedingt was kaufen. Ah ja. 200 Rubine. Oh, die haben wir noch nicht. Schade, schade. Die werden wir aber noch irgendwann brauchen vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Man weiß es ja nicht. So, das Ding dreht sich auf jeden Fall noch. Sehr schön. Jetzt kommt es drauf an. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hier. Genau hier. Hä? Was war das denn jetzt? Warum kommt denn da dieser Sound? Okay. Das erste, was wir jetzt machen. Hört ihr das? Oh. Das war dumm. Habt ihr die Musik gehört? Das ist doch die aus dem Wald. Weiß man doch, gell? Es hat einen Grund, warum hier die Musik aus dem Wald spielen. Das werden wir gleich sehen. Oh, ich habe ihn kaputt gehauen.
Das war schon mal sehr wichtig. So, jetzt lassen wir mal gucken. Sind hier noch weitere Lampen? Ja, mit dem möchte ich nicht... Den möchte ich nicht sehen. Niemand möchte dich sehen. Gibt es denn hier noch die Möglichkeit, weitere Lämpchen anzuzünden? Ich weiß es gar nicht. Wenn, dann wäre es diesen Weg hoch und dann wahrscheinlich hier hoch und dann... Da rollt der. Okay, dann kann man ja kurz raus. Ja, das funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Gut. Dann gehen wir mal zu Darunia. Der ist sauer. Und für Darunia gibt es jetzt eine Sache, die wir tun können. Und wisst ihr was? Erinnert ihr euch noch daran? So, hier sind wir in den verlorenen... Hast du dich erschreckt? Ich habe dich erwartet. Schön, dich wiederzusehen, Struj. Hör mir gut zu. Hier in den verlorenen Wäldern wirst du die heilige Lichtung finden. Dies ist ein Ort, den bisher nur wenige Leute betreten haben. Ja, ich war schon da. Was? Ist ja krass. Still. Ich höre etwas. Ich höre eine fremde Melodie. Kannst du sie auch hören? Muss ich mich noch einmal wiederholen? Seht ihr, er hat zwei Augen. Jetzt guckt er mit seinem anderen Gesicht. Das ist ganz schön gruselig, ja? Boah, ist der gruselig, dieser Typ. Nein, du musst dich nicht wiederholen. Verpiss dich bitte einfach. Beweise dein Geschick und finde den Weg durch den Wald. Verlasse dich auf dein Gehör und du wirst schon bald dein Ziel erreichen. Schuhuhuhuhu! Der ist ganz schön gruselig. Jetzt weiß ich auch gar nicht mehr. Kannst du mal bitte hier... Ja, endlich hat er die Ansicht wieder richtig. Und ihr seht... Oh, oh, oh. Oh, oh, die will ich mitnehmen. Sehr schön. Die will ich mitnehmen. Die kann man immer wieder gebrauchen. Gut. Daraufhin legen wir da jetzt gleich wieder was anderes hin. Die da vielleicht. Ich glaube, es war links, ne? Ah, okay. Man hört es jetzt. Habt ihr es gehört? Keine Flötenmelodie oder Ocarina-Melodie ist es, glaube ich, sogar. Ocarina-Melodie. Ganz viel Ocarina-Melodie. So, und ihr seht jetzt auf jeden Fall, um mal schnell dahin oder das abzuschließen, das hier ist ein Weg nach Goronia. Wir sind hier inmitten, den haben wir schon mal gesehen, wisst ihr noch? Und das ist genau das, was wir jetzt machen. Und jetzt weiß ich den Weg wieder, weil hier ging es links. Ja, wo eine Melodie ist laut, geht's weiter. Also da nicht. Da. Können die eigentlich abschlachten, die Viecher? Nö. Das ist ja schön. Hier war es, glaube ich, rechts, oder? Ja. Hier geht's dann weiter. Sehr schön. Gehen wir mal ans Ende. Und Navi, was sagst du schon wieder? Hier geht's ja eh nur in die Richtung weiter. Das ist mir egal. Was sagst du denn? Was Salia wohl sagen würde, wenn sie wüsste, dass wir hier gerade mitten in Lebensgefahr schweben und ich einfach nur darüber babbel, dass wir die Welt retten? Halt die Fresse! Weg mit dir. Geld. Mir war egal, welche Richtung wir gehen. Was sagst du denn? Ein verrückter Laubkerl! Kommst du zu nahe, verschwinde der im Laub. Setze deine Ausrüstung sinnvoll ein. Halt die Fressen, verpiss dich. Ist mir eh egal. Weil du wirst eh wieder belebt, früher oder später.
Okay, ja, verpiss dich. Damit kann ich auch leben. Das ist auch in Ordnung. Geh mir doch einfach nicht auf die Nerven. Ja, die Eule hat es ja schon gesagt. Wir sollen jetzt auf diese geheimnisvolle Lichtung. Und jetzt endlich passiert hier auch was. Denn... Da ist Thalia. Unsere BFF. Und ihre Melodie ist es, die wir gehört haben auf dem Weg zur geheimnisvollen Lichtung. Ich habe auf dich gewartet, Strohi. Es ist die heilige Lichtung, mein Lieblingsort. Ich spüre etwas. Dieser Ort wird für uns beide von schicksalhafter Bedeutung sein. Das kann ich fühlen. Spielst du hier die Ocarina, kannst du zu den Geistern des Waldes sprechen. Machst du mir eine Freude und spielst mal mit mir? Klar. Versuch die Melodie, die ich spiele, nachzuspielen. Bist du bereit? Ja. Ach, ist sie süß, die Kleine. Wie schnell wir das Lied jetzt gelernt haben, gell? Ah, wie wunderschön. Du hast es innerhalb von einer Sekunde gelernt. Du bist echt der Wow. Darfst dieses Lied nie vergessen, versprich es. Willst du meine Stimme hören, so spiele Salias Lied. Du kannst dich jederzeit mit mir unterhalten. Damit haben wir ein sehr essentielles Lied gelernt, das wir auch nachher gleich nochmal brauchen werden. Ihr werdet dann sehen, wozu. Wir haben Salias Lied erlernt. Genau. Willst du meine Stimme hören, so spiel das Lied, dann können wir uns jederzeit unterhalten. Das erinnert mich an eine ganz gewisse Stand-Up-Comedy, die in Dragon Ball vor kurzem lief. Man erzählt dir, es ist 9.16 Uhr. Nämlich die hier. Willst du mit Salia sprechen? Ja. Hallo Stroh, ich bin es, Salia. Hörst du mich? Ich stehe genau vor dir. Ja, ich unterhalte mich gerne auf telepathische Weise mit dir. Doch jetzt würde ich dich lieber... Okay. Sie haben es echt einprogrammiert. Doch jetzt würde ich lieber mit dir persönlich sprechen. Willst du nochmal mit dir reden? Klar. Ich unterhalte mich. Sie haben es echt einprogrammiert, dass sie mit uns persönlich sprechen will. Warte, können wir das noch so machen, dass wir sie sehen? Das ist, glaube ich, dann so. Ich will das echt sehen. Das ist ja genial, ey. Ja, genau. Oh, geil. Hallo, Stroh, ich bin es, Salia. Ich sitze neben dir. 2 Zentimeter neben dir. Hörst du mich? Das ist so genial. Das ist schön. Ich freue mich echt, dass sie das so einprogrammiert haben. Dass wir wirklich mit ihr persönlich sprechen können. Oder dass sie sagt, hey Junge, sprich mich doch einfach an. Ich bin genau neben dir, so ungefähr. Aber sie sagt ja nur, dass wir das Lied verwenden sollen. Das werden wir später noch brauchen. Das ist jetzt erstmal nicht von Bedeutung. Der rennt immer noch durch die Gegend. Ja, los, hau doch ab. Oder stirb. Auch in Ordnung. Der Typ rennt immer noch. Wow. Er hat sich gesaved. Jetzt ist er safe. Wir sind aber auch safe, weil wir gehen jetzt wieder den Weg hier oben. Wie war denn das? Da können wir doch schon rein. Ich habe vergessen, was da drin ist. Deswegen... Ach, da waren nur ein paar. Ah, das ist super. Das ist super. Nun denn, da machen wir etwas, was Essentielles in Zelda. Was eh jeder immer macht. So, tschüss Käfer, es war schön, deine Bekanntschaft gemacht zu haben, aber wir brauchen in nächster Zeit eh keine Käfer. Daher werden wir die Flaschen jetzt sinnvoll einsetzen. So, nehme ich einmal so. Wir haben jetzt eine Fee und wir haben gleich noch eine Fee. Ja, das geht nämlich.
Im Gegenstandsmenü können wir sie... Oh Gott, ey, verdammt. Ich konnte es wieder nicht vorlesen, weil ich B gedrückt habe. Was hier alle Texte vorspult, was irgendwie ein bisschen dämlich ist, aber okay. Wenn du das unbedingt so machen möchtest, dann tu es so, Link, okay? Sehr schön. Diese Feen füllen alle unsere Herzen wieder auf, sollten wir mal sterben. Das ist sehr praktisch, deswegen... Habe ich es im Endeffekt jetzt... Oder habe ich eine gefangen? Einfach, weil es praktisch ist und praktische Dinge macht man gerne. So, jetzt können wir aber wieder zurück nach Goronia. Denn dieses Lied, das... Strohi. Hat Salia dir ein Lied beigebracht? Ich erschrecke dich gerne, weil ich ein Arsch bin. Schuhu. Das Lied scheint geheimnisvolle Kräfte zu haben. Ich hörte, dass an anderen Orten ebenfalls die Möglichkeit besteht, Lieder zu lernen. Zum Beispiel bei Zelda, wo du schon erfolgreich ein Lied gelernt hast. Möchtest du es mir mal vorspielen? Nein, hau einfach ab, bitte. Oh, schuhu, in Hyrule zum Beispiel. Platzierst du die Ocarina auf C und wählst sie aus, während Notenlinien erscheinen. Ich empfehle dir, hier eins der Lieder zu spielen, die du erlernt hast. Du kannst natürlich auch ohne Notenlinien spielen. Auch das macht Spaß. Muss ich das nochmal sagen? Nein, bitte verpiss dich. Alle Lieder, die du lernst, werden dir im Statusmenü angezeigt. Lerne sie, denn du wirst sie häufig brauchen. Stimmt. Wenn Notenlinien angezeigt werden, dann müssen wir irgendein Lied... Ja, hier die Ocarina spielen. Was soll uns das bringen? Das bringt uns gar nichts, du Arsch. Du hast mich voll verarscht. So ein Drecksack. Wie war das? Ist das immer noch so, dass jetzt hier die Melodie wieder leise wird? Nein. Okay, das war nur dieses eine Mal. Ist ja gemein. Und jetzt habe ich ein Problem. Hier. Genau. Dann müssen wir hier einmal rechts und dann sind wir schon wieder auf dem Sprung nach Goronia. Und dort werden wir jetzt gleich etwas erleben, was uns das Gehirn wegballern wird. In Goronia. Wir sind in Goronia. Oh, es wird nichts mehr bringen, wenn wir hier Musik machen. Ja. Nun denn, wir haben jetzt alle Voraussetzungen. Hey, du kleiner Pisser, bist du mittlerweile glücklich? Nein. Okay, dann mache ich was ganz anderes mit dir, okay? Die Eule hat es uns schon gesagt und getriggert. Okay, man muss wirklich zu ihm hin. Schade. Wir brauchen es gleich. Deswegen haben wir es gelernt. Wie wir einfach weggehen von ihm. Oh, oh, wow, oh ja, das Groove. Oh, yeah, 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 yeah. Ein heißer Beat. Groovy. Let's dance. Deutschland sucht den Superstar. Yeah, woohoo. Wow, cooler Sound. Meine schlechte Laune ist verflogen. Ich konnte mich nicht mehr halten. Ich musste einfach tanzen. Ich bin Darunia, hallo. Ich bin der Anführer der Goron. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Ja, ich bräuchte den heiligen roten Stein, den du niemandem geben solltest, weil die Leute ihn missbrauchen könnten. Aber könnte ich ihn bitte haben? Wie? Was willst du, den heiligen Stein des Feuers? Der heilige Stein des Feuers, auch als Goron-Opal bekannt, ist das wertvollste Relikt meines Volkes. Das kann ich dir nicht einfach so geben. Beziehungsweise, wenn du ihn haben willst, musst du ihm erst mein Volk beweisen, dass du würdig bist. Beweise dich, indem du die Kreaturen in Dodongos Höhle vertreibst. Bestehst du die Prüfung, kriegst du auch den Dank meines Volkes und vielleicht auch diesen heiligen Stein. Bevor du gehst, nimm das an dich. Es ist das Gastgeschenk der Goron, ein Zeichen der Freundschaft. Trägst du es, kannst sogar du schwere Dinge wie Donnerblumen heben. Mit A übrigens. Wir haben das Goronenarmband erhalten. Nun können wir Donnerblumen pflücken.
Wir müssen uns dafür da vorstellen und sie mit A aufheben. Können wir dich eigentlich nochmal tanzen lassen? Los, tanze noch einmal! Navi tanzt mit. Süß. Und wir gehen auf Abstand lieber. Und ich würde schon mal sagen, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Bis dahin. Servus. Egal wie oft ich dieses Lied höre, es wird nie langweilig. Und tschüss.